1:1 endet das Duell zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion. Willkommen zum Update vom FCZ TV. Ja, also kein Sieger zwischen dem Urs Fischer und dem Bernard Chaland, aber es hat viel zu reden gegeben. Da kommen die Stimmen der Protagonisten. I think today we don't play as we know, and it was difficult for us. In the first half we tried, but we couldn't score, and we started very bad the second half with the suffering goal. And we have to give more, and we have to work more, because today was a bad day for us. Wir haben es schwierig gehabt. In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viel Ballverlust gehabt. Wir haben den Ball nicht können heben vorne und fast keine Torschance aus dem Spiel raus. Und zum Glück hat es die rote Karte gegeben für den Goalie und mit ein bisschen Glück haben wir 1:1 noch geholt heute. Ja, sicher müssen wir probieren mehr mit dem Paulo zu spielen, den Paulo zu laufen und mehr Bewegung ins Spiel zu bringen. Und man kann den einen oder anderen Paulo nach vorne hoch spielen, aber dann muss das Mittelfeld und Abwehr sicher schneller aufrücken, weil die Stürmer können nicht 2 Minuten den Ball behalten davor. Es gibt Matches, die du mal als Trainer kannst sagen, abhaken. Und das habe ich der Mannschaft heute sofort nach dem Spiel. Die Mannschaft ist unzufrieden in der Kabine gesessen. Die haben auch gewusst, dass das heute nicht das Wahre oder das Gale vom Ei war. Aber es gibt Spiele, wo du auch als Trainer musst sagen, so, okay, Jungs, abhaken, wir haben einen Punkt geholt. Aber wir werden sicherlich den Match analysieren und werden versuchen, das, was wir heute nicht so gut gemacht haben. Und ich denke, da gibt es einiges, versuchen in der nächsten Woche zu verbessern im Training und dann natürlich auch in den nächsten Spielen. Am Schluss also eine gerechte Punkteteilung, aber zufrieden ist eigentlich so niemand mit dem Resultat. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, schönen Sonntag und adieu miteinander. Elli und Ersam AG, Ihres Autohaus mit Stil.